fünf Lagen erstmal rauf. Dann machen wir hier das Dach von dem Erker einmal fertig. Und dann gucken wir, ob fünf ausreichend ist oder ob ich sechs Lagen machen muss. Genauso machen wir das, nur jetzt nochmal in Deutsch. How I built a Lego castle from scratch. Episode 85. Moin Moin Freunde, in der heutigen Folge würde ich gerne die Arbeiten am Turm abschließen. Als erstes muss ich dafür den Zinnkranz einmal abbauen. Dann nochmal 5 bis 6 Lagen normales Mauerwerk hinzufügen. Das Dach vom Aborterker muss gestaltet werden. Und in der richtigen Höhe baue ich dann genau das hier wieder ein. Den Fußboden noch dazu und dann ist der Turm auch fertig. Das ist der Plan für heute. Ich leg los. Bis gleich. Ich habe jetzt 6 Lagen nochmal raufgebaut. Ist alles soweit in Ordnung. Ist auch nichts weiter problematisch. Aber ich werde den Turm leider nicht fertig bekommen, weil ich nicht genug von den Clipsteilen habe. Ich habe zwar noch blaue Pins da, 500 Stück oder wie viel das sind. Aber ich krieg hier die Hoses in der Außenverkleidung nicht angebaut. Ich werde jetzt trotzdem den Zinnkranz hier bauen und die Decke. Und dann nächste Woche muss ich dann hier den Rest verkleiden. Beim Dach muss ich mal gucken, ob ich das hier rangebaut bekomme. Das wäre ja eigentlich ungefähr 45 Grad. Das ist, glaube ich, akzeptabel. Muss mal gucken, wie ich das hier ranbekomme. Das war der Plan jedenfalls hier. Das Dach anklipsen auch. Und die Steine, die laufen dann eh dagegen. Gut, ich baue jetzt hier den Zinnkranz ran. So, dann muss ich nochmal aufpassen, wo die Tür nachher ist, weil über der Tür wollte ich noch Mörderlöcher einsetzen, also sag mal über dieser Tür. An den anderen Punkten macht das keinen Sinn, weil hier überall Wasser ist, da brauchst du keine Mörderlöcher. Okay, gut, ich baue jetzt hier noch mal die Deckenkonstruktion fertig. Ich habe noch mal einen kleinen Zwischenbericht für euch. Bin jetzt gerade dabei, die Fußbodenplatte zu machen. Oder das, was am schwierigsten ist, eigentlich hier die Treppeneinfassung. Ich habe hier solche Bogenelemente genommen oder Makaroni-Fliesen und habe mich dann so gut es geht daran gearbeitet. Der Rest der Fläche, das ist dann Fleißarbeit hier, die so nah an die Ecken ran wie geht. Das mache ich jetzt und dann noch die Zinnen drauf und dann bin ich für heute auch durch, weil das geht ja leider nicht. Schade. Okay. Bis gleich. Also man muss schon ein ganzes Stück weggehen, um den Turm in seiner vollen Pracht ins Bild zu bekommen. Wir haben jetzt eine Höhe von ziemlich genau 90 Zentimetern, plus minus 2-3 mm. Ja, es fehlen leider noch wieder entscheidende Teile. Ich hätte das gern noch fertig gemacht, aber na gut, ist halt so. Dann dauert das halt noch ein paar Tage länger. So, hier oben muss ich auch noch ein bisschen besser ranarbeiten. Der Treppenaufgang selber, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Das mit den Zinnen, das haut auch alles wunderbar hin. Ich glaube, wenn das nachher hier alles schön verkleidet ist, das macht doch einen netten Eindruck. Von der Höhe passt das auch noch gut zum Gebäude hier. Schön in die Lampen rein.
Ja, wie geht das weiter? Nächstes Mal auf jeden Fall nochmal Turm. Und dann muss ich ehrlich gesagt erstmal den Burghof ausfließen, weil ich da nachher gar nicht mehr rankomme, wenn das Hauptgebäude errichtet wird. Da muss ich mein ganzes Modell erstmal nochmal einen halben Meter nach links schieben, damit ich überall gut rankomme. Ist aber nicht das Problem. Ja, Hauptgebäude hier vorne, auf jeden Fall Lagerraum, eventuell noch mit Unterteilung für einen zweiten Stall. Und im hinteren Bereich soll auf jeden Fall die Küche rein. So, über der Küche kommt der Schlafraum für die hohen Herrschaften hin. Und im vorderen Bereich dann der Rittersaal. Und dann haben wir alle Räumlichkeiten erstmal abgedeckt. Das ist der Plan. Und ganz am Ende wird hier noch der letzte Grünstreifen dann irgendwie gemacht. Auf geht's. Ja, mit diesen Bildern verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.